Moin Moin Schnecke. Moin. Du durftest oder musstest, ich weiß nicht, wie es dir da ging, ja schon viel Rede und Antwort stehen zu deinem Ende bei den Profis des FC St. Pauli. Ich hoffe, wir, meine Kollegen und ich, haben noch ein paar Fragen gefunden, die du da noch nicht gehört hast. Wir wollten natürlich auch noch mal mit dir sprechen. Dann bin ich sehr gespannt. Ja? Eine oder andere durfte ich schon berichten. Das wird spannend. Wir legen einfach mal los. 17 Jahre beim FC St. Pauli. Du hast ganz sicher den Verein geprägt, aber wie sehr hat der Verein und diese Zeit denn dein Leben geprägt? Ja, das ist ein Geben und Nehmen. Ne? Also, wie du sagst, ich glaube, dass mich der Verein doch auch sehr geprägt hat in meinem Denken und Handeln auch. Ich glaube, wenn es keinen St. Pauli-Bezug in meinem Leben gegeben hätte, weiß ich nicht, ob ich auf die Idee gekommen bin, selber einen Förderverein zu gründen, für soziale Projekte einzustehen. Ja, und ganz besondere der Fußball. Ja, ich glaube, dass meine Art und Weise, Fußball zu spielen, ganz, ganz besonders hier zu diesem Verein passt und wir uns da auch irgendwie gefunden haben wie Topf und Decke. Kein Spieler in der zweiten Bundesliga hat so lange bei einem Profiteam gespielt, wie du das jetzt gemacht hast. Warum hat es dich entgegen dieses Trends denn nie woanders hingezogen? Die kanntest du wahrscheinlich schon. Ja, vielleicht ganz einfach, weil mich niemand anders haben wollte. Also, nee, weiß ich nicht, warum soll man irgendwo weggehen, wo man sich wohlfühlt, wo man sich hier aufgenommen fühlt, wo man irgendwie das Gefühl hat, dass man reinpasst und ja, dann durch meine Leistung sicherlich auch, habe ich mir gerade zu Beginn immer relativ früh auch Vertragsgespräche erarbeitet, sodass dann auch relativ früh schon immer feststand, dass der Verein gerne mit mir weiterarbeiten möchte. Und ja, gibt für mich nichts Schöneres, als frühzeitig gesagt zu bekommen, dass man gerne mit mir weiterarbeiten möchte. Und deswegen gab es da auch nichts lange groß zu überlegen, ob es irgendwie irgendwo anders hingeht, sondern ich war froh und ja, irgendwie auch dankbar, dass ich so lange und so schnell und so lange auch immer hier sein konnte. Am Sonntag hast du den hochverdienten Applaus deiner Kollegen bekommen nach dem Spiel. Dann natürlich die Fans gefehlt, das ist klar. Es gibt ja Gespräche, die Zusage, dass es da noch mal eine richtige Verabschiedung geben wird. Aber blicken wir dann noch mal drauf zurück. Was ging dir da durch den Kopf? Wie ging es dir da? Man konnte es, glaube ich, so ein bisschen sehen auf den Bildern. Ja, also die eine oder andere Träne habe ich verdrückt, sieht man. Ja, ich weiß gar nicht. Am Ende, irgendwie kam so dieser Abpfiff und ja, dann stehst du da. Alle fangen irgendwie an, sich so ein bisschen abzuklatschen. Und ich hatte irgendwie kurz das Gefühl, dass ich auf einmal ganz, ganz klein bin hier in diesem Riesenstadion. Und ja, ich glaube, Troller war so der Erste, der zu mir gekommen ist und mich dann ja, kurz auch mal gedrückt hat. Und ja, dann fing das eigentlich bei mir so an, dass ich wieder realisiert habe, so okay, jetzt war es der letzte Abpfiff in dieser Saison in einem Heimspiel. Und ja, wie gesagt, komisches Gefühl, du hast es gesagt. 29.000 und ein paar Zerquetschte haben gefehlt. Aber ja, die Gespräche laufen und ich kann mir ganz gut vorstellen, dass es hier eventuell noch einmal einen Color auf dem Platz geben wird vor vollem Haus. Das hoffen wir alle sehr. Du hast ja schon gesagt, in den Gesprächen mit der Presse, das dauert jetzt einen Moment, das alles sacken zu lassen. Wenn du mal so vorausblickst in die Zukunft, da wird es irgendwann vielleicht den Grillabend mit Freunden geben, wo du das dann alles verdaut hast. Welche Anekdote, die gerne auch lustig sein darf, wird dir dann als Erstes einfallen, dass du sie da zum Besten gibst? Ja, das weiß ich gar nicht. Es ist schwierig. Man hat so viele Jahre hier gespielt. Da sind so viele Sachen passiert. Man hat mit den schrägsten Vögeln der Liga irgendwie auch mal zusammengespielt, die jetzt in ganz Deutschland oder teilweise sogar Europa verteilt sind. Auch sehr, sehr viele Trainer gehabt, wo es sicherlich die eine oder andere lustige Anekdote zu geben wird. Oh, ich kann das gar nicht so genau sagen. Also
Bestimmt wird das ein oder andere Mal das Wort Mallorca fallen. Der Fußball lebt ja zu großen Teilen von den Emotionen oder zum allergrößten Teil. An welchen Höhe, aber auch welchen Tiefpunkt denkst du bei deiner langen Karriere so spontan als erstes zurück? Emotionen. Ja, ein Höhepunkt. Tiefpunkte, weiß ich gar nicht. Es gibt keine Tiefpunkte. Wir sind aus der Bundesliga damals abgestiegen. Das hätte auf jeden Fall vermieden werden können. Wir waren ziemlich zur Mitte der Saison, Richtung Endphase hin, standen wir auf einem richtig guten Tabellenplatz und haben es dann leider nicht geschafft, in den letzten, ich glaube, 10 Spielen irgendwie noch mal 2, 3, 4 Punkte zu holen, die zum Klassenerhalt gereicht haben. Und das war, glaube ich, ein ziemlich unnötiger Abstieg aus der Bundesliga mit dem zweiten Saison-Highlight, dem 1:8 hier am letzten Heimspiel gegen die Bayern. Ja, Höhepunkte, wenn ich den Abstieg erwähne, dann gibt es auch den Aufstieg in die Bundesliga. Wahnsinn, das war ein richtig geiles Jahr, was wir hier gespielt haben und verdient ja auch aufgestiegen sind. Derby-Siege hast du dabei. Für mich persönlich, ich habe es geschafft, 4 Tore zu schießen. Keiner weiß wie, aber ich habe es geschafft und ja. Das kam eben auch schon durch. Du hast mit ganz vielen unterschiedlichen Kickern zusammen auf dem Platz gestanden und trainiert. Wenn du dir eine Eigenschaft von einem raussuchen müsstest, eine fußballerische, was würdest du dann gerne wie wer können? Ich habe es, oder habe ja auch selten das Glück gehabt, mal eine Saison oder mehrere Jahre hintereinander durchgängig Stammspieler zu sein. Und meine große Stärke war aber immer, dass ich immer da war, wenn ich gebraucht wurde. Ich habe irgendwie 5, 6 Wochen nicht gespielt. Und in der 7. Woche schmeißt der Trainer mich rein und dann bin ich da und konnte der Mannschaft helfen. Wenn ich dann so zum Beispiel an Kollege Bartels oder Kruse zurückdenke, wo man das Gefühl hatte, die haben unter der Woche im Training, sind die insgesamt 2 Kilometer gelaufen von Montag bis Freitag, haben dafür aber auch eigentlich jedes Wochenende bei Anpfiff beim Spiel 100% Vollgas gegeben und abgeliefert. Und ich glaube, das ist eine Qualität und eine Stärke von gerade den beiden, dass sie immer, wenn es drauf ankommt, liefern können. Das konnte ich in der Zeit oder kann ich in der Zeit, wo ich dann eingesetzt worden bin, eigentlich auch immer. Aber die Jungs haben das jetzt auch wirklich über Jahre hin schon ja, fast perfektioniert, dieses Schema. Jetzt ist ja das Leben als Profifußballer gut bezahlt, das ist, so geht das Klischee, aber es ist auch sehr eingeschränkt, entbehrungsreich und fremddiktiert auch. Was hast du dir denn vorgenommen oder was kannst du jetzt tun, was du immer mal gerne machen wolltest, was vorher nicht ging? Das musst du jetzt rausschneiden gleich. Nein, also Corona-bedingt ist diese Saison ja sowieso schon ein bisschen länger als sonst. Heißt, die Sommerpause ist endlich mal parallel zu den Hamburger Schulferien, wo ich mich sehr darüber freue, dass ich in dieser Zeit auch endlich mal Urlaub mit den schulpflichtigen Kids machen kann. Da freue ich mich sehr drüber. Es ist eine lange Zeit der Entbehrung gewesen. Ich kann endlich auch mal auf einen Geburtstag, der in 3 Monaten stattfindet, ohne sagen zu müssen, nur ich weiß noch nicht, wie wir spielen und wann wir spielen. Und ich glaube, das sind so Sachen, die durchaus auch vorteilhaft sein können, wenn es nicht mehr im Profigeschäft weitergeht. Du sitzt hier ja gerade auf der Haupttribüne. Ich habe mich gefragt, welchen Platz hast du dir denn für die Zukunft ausgesucht oder wanderst du einmal durchs Stadion, weil du bist ja mit Sicherheit auf allen 4 Seiten höchst willkommen. Ja, also ich glaube, ich kann mir das auch ganz gut vorstellen, genau auf der anderen Seite des Spielfeldes zu sein, beziehungsweise da dann zu stehen. Auf der Gegengerade habe ich auch schon ein paar Spiele mal geschaut, als ich verletzt war oder nicht im Kader war.
Das hat mir auch sehr gut gefallen. Ja, und hier auf der Haupttribüne habe ich auch schon das ein oder andere Mal gesessen. Südtribüne. Ich glaube, ich war noch nie auf der Nord während eines Spiels. Ich glaube, das müsste ich ja als nächstes Mal machen. Wie bist du eigentlich so als Zuschauer? Ich bin der ruhige Genießer, ganz anders als auf dem Spielfeld. Also auf dem Platz, da muss ja immer krachen, aber so auf der Tribüne bin ich, glaube ich, eher der Beobachter, der ruhige Beobachter, weil ich es nicht beeinflussen kann, was auf dem Platz passiert. Dann natürlich vollstes Vertrauen in die Jungs und lass die machen. Schnecke, vielen Dank. Und merci. Genieß die Sommerferien. Das werde ich, vielen Dank.